Was bewegt Menschen mitten im Lockdown in der Corona-Krise? Diese Frage stellten sich drei Künstler aus Radeburg und Dresden und starteten zu Jahresbeginn ein Mail-Art-Projekt. Jeder, der mitmachen wollte, konnte eine Postkarte gestalten, die die Gedanken und Gefühle während des Lockdowns zeigt und sie dann an die Künstler senden. 700 Postkarten sind eingereicht worden und ab morgen werden sie nun in einer Ausstellung zu sehen sein. Ina, 6 Jahre alt, schreibt auf eine selbstgemalte Postkarte: Corona ist doof. Andere Karten berichten von eisiger Einsamkeit und Angst. Sie alle erzählen von Gedanken und Gefühlen während der Corona-Krise auf gestalteten Postkarten. Die Idee dazu kam der Malerin Petra Schade mitten im Lockdown. Da dachte ich, das wäre doch schön, so ein Mail-Art-Projekt ins Leben zu rufen, weil man da ja auch ein bisschen künstlerisch tätig ist und durch die Arbeit mit den Händen wird der Kopf auch ganz anders vernetzt. Man kommt dann einfach ins Tun und findet oft für sich auf dem kleinen Format auch eine Lösung, die man vielleicht vorher nicht gefunden hat. Auf 10 mal 15 Zentimetern sind die Hoffnungen, Wünsche oder Ängste mal ernsthaft, mal witzig verarbeitet. Und nun in einer Ausstellung im Radeburger Museum zusammengefasst. Menschen aller Altersgruppen, Künstler wie Laien waren an dem Projekt beteiligt. 700 Postkarten aus Sachsen, dem Bundesgebiet Österreich, der Schweiz und Norwegen wurden verschickt. Es ist einfach so freundschaftlich weitergegeben worden, wie so ein Geheimtipp. Guck mal, da ist ein Mail-Art-Projekt, kannst mal da auch eine Karte hinschicken und so. Das ist doch eine tolle Idee. Wir haben auch gedacht, ach, das ist schön, dann bekommen wir in der schwierigen Zeit selber mal richtig viel Post. Auch unser Postbote, der stand dann immer unten und hat, bevor er die in den Briefkasten getan hat, erstmal alles durchgeguckt und in sich hineingeschmunzelt. Von der Collage bis zum Foto war alles erlaubt. Eine bunte und zugleich berührende Ausstellung, die am Ende mit Corona versöhnt. Und ich glaube, dann zeigt das doch, dass wir als Gesellschaft doch, obwohl wir immer alle getrennt waren, zu Hause, jeder für sich so ein bisschen, hat es uns doch, es ging uns ähnlich. Und das Verbindende, finde ich, hat doch ein großes Potenzial. Ab morgen sind die Stimmen aus dem Lockdown in Radeburg zu sehen, bis zum 21. September. Dann zieht das Mail-Art-Projekt weiter.